Okay. Ich glaube, hier verschwinden immer Pfeile, ne? Oh, guck mal, ein Karren. Mit Weizen. Auch das ist ein Glück. Dann müssen wir ja nicht mehr ganz so viel kaufen. Dann haben wir ja schon 4, da brauchen wir ja nur noch 96 kaufen. Das geht ja noch, ne? Okay. Okay, dann haben wir hier ein bisschen gejagt. Ein Hasi. Noch ein Hasi. Gehen wir überhaupt richtig? Ich glaube, wir gehen falsch. So, jetzt sind wir wieder back on track, würde ich mal sagen. Habe ich gut gemacht. Einfach viel zu hoch gezählt. Egal. Dann nehmen wir nochmal hier die Tollkirsche mit. Wo ist mein Pfeil? Er ist einfach weg. Kann man hier baden? Nee, nicht so. Hallo? Weil das zählt dann auch. Wir sollten ja sowieso Wölfe töten. Hat man nicht so gut gesehen, sorry. Ja, machen wir gleich. Warte. Chill doch mal kurz. Wo ist der nächste? Der da hinten erst. Oh, nee, doch nicht. Okay. Und der da hinten eben. Uff. Jetzt habe ich eine. Okay. Jetzt sollte ich alle haben. Jetzt müssen wir uns nur mal umschauen, wo die alle gelandet sind. Inklusive Pfeile. Ich glaube aber, die Aufgabe ist dann fertig. Wir sammeln dann, ich würde sagen, wir gehen in das Dorf wieder zurück oben, wenn wir alles an Materialien mitgenommen haben, die wir dem König geben wollten. Also, dann können wir auch direkt die Quest mit dem, mit den wilden Tieren abgeben. Oh, hier ist noch. Hier. Noch einer? Wo? Ich sehe nichts. Ah, da hinten. Schon schwer zu sehen. Ich halte den jetzt.
Ist ja echt ein riesiges Rudel gewesen hier, ne? Da ist er. Okay. Nimm dich mit. So. Warte, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier nicht irgendwas übersehen haben. Habe ich hier alles eingesammelt? Zuverlässig? Ja? Okay. Ach, der schöne Tümpel. So. Aber wir könnten mal baden und dann was essen. Ich weiß nicht, ob man hier baden kann. Wahrscheinlich nicht. Naja. Sieht schlecht aus. Naja, Ried kann man hier sammeln, wenn nicht. Okay. Okay. Wir sind doch alle drei stecken geblieben. Ist mal was anderes zur Abwechslung, sonst fliegen die mal überall rum. Okay. Aber mal so eine Frage, ne? Wenn ich einen Pfeil so lasch schieße, dass er nicht mehr richtig stecken bleibt im Tier, sondern wenn das Tier läuft, wegfliegt, ja, dann kann ich dem Tier doch gar keinen Damage gemacht haben, also ohne Scheiß jetzt. Das ist ja vielleicht eine Kratzwunde oder eine Schiffwunde. Also, weiß ich nicht, das sollte man vielleicht ein bisschen abändern, dass die Pfeile wirklich stecken bleiben. Und ansonsten, wenn es nur ein Streifschuss war, dass die dann halt nicht, ja, keine Ahnung, nach zweimal Laufen abfallen, sondern dass sie halt direkt abfallen. Hier ist noch viel, viel, viel Zeug. Vögelchen. Ja gut, wir gehen jetzt erstmal hier querfeldein wieder. Ach, schon wieder. Okay. Noch mehr oder einer nur? Gute Razimir hat Hunger, aber ich bin halt dreckig. Ich werde wahrscheinlich eine Lebensmittelvergiftung kriegen. Ich kann mich ja nicht unterwegs waschen, wenn kein See ist. Oh. So. Wegwarten, wunderbar. Hier sind noch. Mö? Das sind doch wieder unsere Kühchen hier. Unsere Elchkühe. Nee, gar nicht Elchkühe, das sind Hirschkühe. Oh, ich hab nicht getroffen. Ich habe immer mehr Probleme mit diesem Mauspad, ne? Das ist so hart für mich. Das ist immer am ruckeln, weil die Maus da nicht mehr drüber gleitet vernünftig. Aber wie gesagt, die Pinionse sind knapp. Ich kann mir nichts kaufen. Meine Amazon-Wunschliste ist super voll, auch wenn ich jetzt das Mauspad nicht bei Amazon kaufen würde, ja? Aber ich habe einfach kein Geld, um mir die Sachen zu kaufen, die auf meiner Wunschliste stehen im Allgemeinen. Das ist immer so nach und nach so ein Ding, wisst ihr? So vereinzelt mal. Dann bin ich super happy, wenn ich dann mal ein, zwei Sachen habe.
Und dann habe ich Geld ausgegeben und dann kommt ein Notfall, irgendwas geht kaputt, so wie letztes Mal. Da ist mir einfach meine, wie nennt man das? Meine Armatur in der Küche kaputt gegangen. Und dann hatte ich kein Geld dafür in dem Moment. Und dann hatte ich dann schon wieder ein Problem, weißt du? Dann habe ich auf mein Konto so gesehen so ein kleines Minus verschleppt jedes Mal. Jeden Monat verschleppt sich das immer weiter. Sowas passiert mir dann halt. Wenn ich mir dann einmal die Sachen gönne, die ich halt wirklich haben möchte, dann passiert es, dass ich mir das doch besser gespart hätte, weil dann irgendwas kaputt geht. Ich trau mich schon nicht mehr, ne? Irgendwas zu kaufen. Und vor allen Dingen, du weißt ja auch nicht, wie sich dann die Preise entwickeln. Du weißt nicht, ob nächsten Monat du wieder keine Gurken kaufen kannst oder so, weil unbezahlbar. Das ist einfach heftig, ne? So, wo war das jetzt? Da. Ja. Und dann ist es ja auch so, ich habe ja mir jetzt vorgenommen, ich glaube, ich esse jetzt einfach irgendwas, auch wenn ich jetzt eine Lebensmittelvergiftung kriege. Was essen wir denn? So ein Eintopf. Ja. Gönn dir. So, jetzt müssen wir mal gucken, was war das gewesen? Johanniskraut, ne? Halt, das geht halt nicht anders. Oh, das war nix, hör mal. Jetzt, okay. Sind hier sonst noch irgendwelche verschossenen Pfeile oder so von mir? Oh, hier sind zwei. Ich meine, wir müssen ja eh die Nacht durchwarten, bis ich wieder da handeln kann in Gostovia. Richtig viel breitwegerig, ne? Aber das ist gut, da können wir diese Heiltränke draus machen. Ich weiß noch nicht mehr, was wir da noch brauchten. Disteln sind auch immer schön. Nehmen wir gerne mit. Okay. Unser Eisenmesser ist kaputt gegangen. Okay. Ach ja. Ja, und wegen Besorgungen und Anschaffungen. Also das Allerwichtigste, was ich jetzt erstmal sehe, was gekauft werden muss, ist ein Crosstrainer. Ich muss mich mehr bewegen. Ich muss irgendwie mal meinen Herzmuskel trainieren. Und ich darf ja nicht, ich darf in Anführungsstrichen ja nicht joggen. Ich soll ja nicht joggen. Ich habe 3 Bandscheibenvorfälle. Also auf dem Laufband geht nicht und Fahrradfahren ist auch so eine Sache. Da dürfte ich nur auf glatten Wegen fahren und jetzt kommt der Clou. Jetzt ist auch noch meine Kniescheibe kaputt. Ich habe halt, was habe ich da alles? Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall eine fette Entzündung da. Irgendwie haben die gesagt, irgendein Ödem oder sowas. Und es ist, die ganze Kniescheibe ist irgendwie wellig unten drunter und... ja, in meinem Alter ist das ein doofer Befund. Jetzt weiß man nicht, soll ich operiert werden oder nicht. Jetzt haben die mir gesagt, die müssten jetzt eine zweite Meinung haben. Ich soll halt in die Ambulanz gehen, in die... Wie heißt das nochmal?
orthopädische Ambulanz oder sowas, um eine zweite Meinung einzuholen, ob es sich lohnt, jetzt eine OP zu machen in meinem Alter, weil ich wäre ja noch nicht so alt. Ja, aber es kann sein, dass es auch nichts bringt oder so, ja. Also was wohl der Grund ist, wäre, ich habe eine Kniescheibenaußenfehlstellung und ich habe eine Hyperflexibilität der Kniescheibe. Und ja, und dann ist sie halt zwischendurch mal beim Treppen runtergehen, wenn ich meinen Oberschenkelmuskel nicht doll genug anspanne, flackt mir die mal raus. Also, und das tut echt ein bisschen weh. Und wenn die ganz rausflackt, das passiert nämlich auch manchmal, dann ist sie halt einfach, ja, dispositioniert und es tut weh wie Hölle. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Und dann kannst du nichts machen, außer dir die Kniescheibe von der Seite wieder reinzuboxen quasi. Und dann, ja, dabei entsteht Schaden, ja. Also beim Rausfluppen und wieder rein kloppen. Und das ist wohl irgendwie so der Grund, weswegen das so passiert ist. Jetzt ist meine Kniescheibe also nicht mehr allzu belastbar. Und ich soll jetzt zum Beispiel so etwas nicht machen wie Fahrradfahren mit Gewicht. Das heißt also, sollte ich jetzt auf so einen Home-Trainer, ja, mit so fahrradmäßig gehen, oder sollte ich halt mich doller anstrengen beim Fahrradfahren, das viel Belastung auf dem Knie haben, dann mache ich die Sachen damit nicht besser. Ich soll es natürlich bewegen und alles, ne? Also, und ich mache auch meine Gymnastik, aber ich darf halt meine Gelenke und meinen Rücken nicht überbelasten. Jetzt ist das total der Drahtseilakt. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Und ich glaube, also so wie ich das jetzt verstanden habe und bisher erlebt habe, gefühlt habe, wie das jetzt ist, habe ich auf dem Crosstrainer die besten, sag ich mal, Gefühle gehabt. Wie sagt man das? Also die wenigsten Schmerzen. Und ich wollte deswegen einen haben. Aber die kosten auch mal, wenn die nicht ganz so beschissen sein sollen, so 300 Euro. Deswegen, ja, ne? Ist halt so ein bisschen problematisch. Adelina, hast du Weizen? Warte. Natürlich hast du keinen Weizen. Vielleicht unsere Stallburschen. Gucken wir mal. Wo ist denn der da? Hör mal, Edwin. Ich brauch mal deinen Weizen. Du hast doch locker Weizen am Start, oder? Erzähl mir keinen. Weizen 75, das ist nice. Ich danke dir. Und weil du so ein Guter bist, hole ich mir das Geld direkt zurück. Wie wär's mit ein paar Eisenschuhscheren, hä? Nice Sache, danke dir. Du kannst auch ein bisschen Kacke noch dabei haben. Super. Herz allerliebst. Ja, das ist doch schön. Dann kriegen wir das doch locker hin. Warte, konnte ich hier einer graben? Nee, nicht so wirklich. Ich gehe noch einmal darüber. Ich weiß, da werden wir das nicht finden, was wir brauchen. Aber vielleicht kann ich da noch was ticken. Achso, und warte, ich mache eben kurz wieder das hier hin. Da müssen wir wohnen. Ach ja, unser Dorf ist schon riesig geworden. Guck's dir an. Es ist größer als alle anderen. Ja. Es ist einfach schon fast eine kleine Stadt. Ich finde das echt geil. Achso, wir sollten mal ein bisschen baden, ne? So. Ja, das ist auf jeden Fall das Allerwichtigste. Und das Zweitwichtigste, was ich brauche, ist ein Staubsauger. Und jetzt ist das folgendermaßen. Mein Staubsauger hat einfach irgendwann den Geist aufgegeben. Und zwar nicht einfach so, dass er nicht mehr geht, sondern ich habe gestaubsaugt und plötzlich hat er irgendwie... Und es fing dann an zu stinken nach Kabelbrand. Und ich habe das Ding dann sofort ausgetreten. Das ging nur 1,5 Sekunden oder so, dieses Geräusch. Ohne Scheiß, ich habe sofort ausgemacht. Und die Wohnung hat noch, ich schwöre, stundenlang nach dem Scheiß gerochen. Nach diesem Kabelbrand oder so. Also, war echt schwer zu lüften. Kann ich... Der hat auch kein Geld mehr. Ja, und das ist der Grund gewesen, weswegen ich so ein bisschen skeptisch war. Ja, also... Und ich sag's euch, wie es ist. Ich möchte auch nicht mehr unbedingt jetzt so einen Staubsauger haben, der mit Beuteln ist. Ich finde, das ist halt eine Umweltverschmutzung, jedes Mal den Beutel da. Und außerdem, ich möchte auch keinen Staubsauger, den ich hinter mir herziehen muss. Weil... Das, erstens, es schränkt mich extrem ein. Ich habe schon Rückenprobleme. Die sind saukacken schwer, wenn ich dann irgendwie was anderes... Also, ich sag's euch, wie es ist. Staubsaugen ist für mich leichter als Wischen wegen dem Rücken. Und jetzt stellt euch mal vor, ich habe Flurdienst, ne? Und wenn ich das alles wische jedes Mal und nicht
vorher durchsauge, dann bin ich da ewig und 3 Tage beschäftigt. Und jedes Mal mit dem schweren Staubsaugerteil, das auf die Treppen zu stellen, dann muss ich es tragen, dann muss ich mich bücken, dann muss ich so schief stehen. Es ist einfach eine Belastung, glaub mir. Und ich habe dann halt wirklich gesagt, okay, ich brauche einen, den man halt an der Station lädt, der einen Akku hat und wo man keinen Filter, keinen Beutel braucht, sondern das einfach so ausleeren kann und wo der Filter auch waschbar ist, ohne dass es dann Probleme gibt später.